in diesem Haus der Abteilungsleiter Bühnentechnik. Unsere Aufgabe besteht darin, die Arbeiten auf der Bühne zu absolvieren, sprich Auf- und Abbauen der Dekoration, die Herstellung der Dekoration in den Werkstätten. Wir haben dann die Vorstellungen zu betreuen, das heißt, wir sind am Abend, wenn die Vorhang sich hebt, sind wir verantwortlich für die Umbauten auf der Bühne. Wir haben auch die Verantwortlichkeit für den Probenablauf, was hier im Vorfeld jeder Premiere stattfindet. Das ist im Großen und Ganzen nicht unerheblich, weil ja alle Bühnendekorationsteile in irgendeinem Rhythmus auf die Bühne gestellt und wieder weggebracht werden müssen. Und das zu organisieren, ist im Großen und Ganzen meine Aufgabe. Das heißt, ich muss für die Kollegen, deren Anzahl 15 sind, da sind 5 Lkw-Fahrer dabei, 2 Requisiteure, das muss dann auch so organisiert werden, dass der Bühnenbetrieb dadurch auch einen Fluss nimmt. Den Beruf eines Bühnentechnikers kann man heutzutage im Zusammenhang mit der Absolvierung der Ausbildung einer Fachkraft für Veranstaltungstechnik erlernen. Die beinhaltet dann noch andere Fachrichtungen, sprich Tontechnik, sprich Beleuchtungstechnik. Bei mir war es so, zu meiner Zeit gab es nur Quereinsteiger, das heißt, die Kollegen der Bühnentechnik stellten sich dann aus verschiedenen Handwerksberufen zusammen. In der Regel waren das Maler, Klempner und auch irgendwie Tischler. Die haben dann halt den Beruf oder die Berufung des Bühnentechnikers hier ausgeübt. Heutzutage, wie gesagt, ist es einfacher. Bei mir war es ganz einfach so. Ich habe meine Intention fürs Theater im Bereich der Lichttechnik gehabt. Das heißt, ich habe den Beruf als Elektriker erlernt und dadurch bin ich sofort in die Abteilung Beleuchtung integriert worden. Habe dann dort 17 Jahre als Beleuchter, sprich Beleuchtungsmeister, gearbeitet. Beleuchtungsmeister wird man, indem man eine Meisterschule absolviert und sich einer Prüfungskommission stellt. Selbiges habe ich dann nochmal in der Fachrichtung Bühnentechnik gemacht und dort war halt die Prüfung selbiges, das heißt, man musste schriftlich, mündliche und praktische Prüfungen absolvieren und den Beruf oder die Tätigkeit eines Abteilungsleiter Bühnentechnik, die kann man im Großen und Ganzen nicht erlernen. Die Zugangsvoraussetzungen sind dafür, wie gesagt, der Bühnenmeister, sprich Beleuchtungsmeister oder ein Studium Fachrichtung Veranstaltungstechnik. In meiner Tätigkeit als Beleuchter hatte ich dann auch mit der sagenumwobenen Bühnenpyrotechnik zu tun. Das heißt, ich habe auch noch den Bühnenpyrotechnikerschein im Laufe der Jahre gemacht, sprich wieder verlängert. Und hatte mal bei einem Stück, das hieß der Schweinehirt, einen pyrotechnischen Effekt zu zünden, der hinter einem Stein, einem kaschierten Stein lag. Und ein paar Chorleute haben diesen pyrotechnischen Effekt unter diesen Stein geschoben, was ich leider nicht sah, und zündete diesen Effekt. Und dummerweise fing der kaschierte Stein zu brennen auf der Bühne. Aber wir hatten Chorleute, die schon wussten, was sie tun oder auch nicht tun. Jedenfalls hatten die Wassereimer dabei und löschten diesen und die Feuerwehr brauchte in dem Fall nicht einzugreifen. Am Schluss hoffe ich, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben in die bühnentechnischen Abläufe eines Theaters. Es ist ein sehr interessanter Beruf, den man unbedingt ergreifen sollte. Man hat mit vielen Menschen zu tun, man hat mit vielen künstlerischen Richtungen zu tun. Es ist sehr abwechslungsreich und
Ich hoffe, wie gesagt, irgendwer wird sich entschließen, mal die Fachkraft für Veranstaltungstechnik zu erlernen.